In der Rote Straße 14 befindet sich die Gedenktafel für Friedrich Münter, Theologe, 1781 bis 1782. Friedrich Münter. Friedrich Christian Karl Heinrich Münter, geboren am 14. Oktober 1761 in Gotha, gestorben am 9. April 1830 in Kopenhagen, war ein deutscher evangelisch-protestantischer Theologe, Kirchenhistoriker, Orientalist, Altertumsforscher, geschäftiger Freimaurer, erster Erforscher des mittelalterlichen Templerordens der Neuzeit und Bischof in dänischen Diensten. Älterer Bruder der Schriftstellerin Sophie Christiane Friederike Bruhn. Leben. Münter war der Sohn von Balthasar Münter, einem aufgeklärten protestantischen Theologen, der Hofprediger und Vorsteher der St. Petri-Gemeinde in Kopenhagen war und der Magdalena Ernestina Sophia Friederika, geborene Wangenheim, 1753-1793. Bereits als Dreijähriger kam Münter mit seiner Familie, den Eltern und der Schwester, nach Kopenhagen, wo sein Vater am 25. August 1765 sein Amt antrat. Die St. Petri-Kirche stellte eine deutsche Enklave und Kulturkolonie in der Hafenstadt inmitten der dänischen Kirchenorganisation dar, seit Bernstorff dort Minister geworden war. Sein Elternhaus wurde schon nach kurzer Zeit der Mittelpunkt der deutschen Gemeinde Kopenhagens. Hierher kamen unter anderem Friedrich Gottlieb Klopstock, die Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, Christian zu Stolberg-Stolberg, Matthias Claudius, Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, Johann Andreas Kramer, Johann Bernhard Basedow und Carsten Niebuhr. Seine Eltern besuchten 1782 zum Beispiel Johann Gottfried Herder in Weimar. Seine Bekanntschaft zu Niebuhr, der 1767 als einziger Überlebender von einer Expedition aus Arabien wiederkam, weckte sein archäologisches Interesse. Trotz anderer Interessen begann Münter 1778 für 3 Jahre an der Universität Kopenhagen Theologie und Philosophie zu studieren. Im Frühsommer 1780 legte er sein philosophisches, am 15. Mai 1781 sein theologisches Examen ab. Während seines Studiums wurde Münter als 19-Jähriger im Herbst 1780 Freimaurer und trat in Kopenhagen der Loge Friedrich zur gekrönten Hoffnung bei, wo er die 3 Grade der Johannesmaurerei erhielt. Um seinen Wunsch zu erfüllen, Professor der Theologie zu werden, musste er ein Studium an einer ausländischen Hochschule fortführen. Dazu erhielt er am 26. März 1781 ein auf 3 Jahre bemessenes Reisestipendium aus dem Fonds der Ad Usus Publicus für das Studium in der berühmten Göttinger Georgia Augusta. Vor dem Beginn des Studiums reiste er über Lolland und Fehmarn nach Lübeck, der Heimatstadt seines Vaters, besuchte Gerstenberg und den alten Rektor Johann Daniel Overbeck sowie die Loge zu Fruchthorn. In Wandsbek M. Claudius und in Tremsbüttel die Brüder Stolberg. In Hamburg hielt er sich die meiste Zeit bei Klopstock auf, dessen Bekanntschaft ihm in seiner weiteren Karriere von Nutzen war. Er besuchte hier die Loge zur Goldenen Kugel unter der Hammerführung von Tobi Mumsen. In Braunschweig besuchte er den betagten Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem. In Weimar trat er in persönliche Beziehung zu Johann Wolfgang von Goethe, mit dem er sich über Freimaurerei unterhielt, Christoph Martin Wieland und Johann Joachim Christoph Bode. Hervorzuheben ist eine tiefe Freundschaft zu Johann Gottfried Herder und dessen Frau sowie zu Bode, durch welchen er mit dem Illuminatenorden in seinem späteren Leben eng verbunden war. Er reiste weiter in seine Geburtsstadt Gotha, wo er sich einen Monat lang aufhielt, 11. September bis 11. Oktober, und traf dort erstmals auf seinen zukünftigen Meister vom Stuhl, der Loge zum Rautenkranze in Gotha, Christian Georg von Helmold, einem Kammernherrn vom Dienst. Er besuchte die Loge seines Vaters, die der Herzog Ernst II., Sachsen-Gotha-Altenburg, führte. Nachdem er auch der Stadt Erfurt einen Besuch abgestattet hatte, gelangte er nach Göttingen und konnte sein Studium am 12. Oktober 1781 beginnen. Die auf ihn Einfluss nehmenden Professoren in Göttingen, mit welchen er zeitlebens in Verbindung blieb, waren unter anderem die Illuminaten Johann Georg Heinrich Feder, Ordensname Marcus Aurelius, der ihn täglich in Logik unterrichtete,
Johann Benjamin Koppe, Ordensname ebenfalls Marcus Aurelius und Acatius, welcher ihm 5 Tage die Woche Dogmatik nahelegte, und Ludwig Timotheus Spittler von Spittler, Ordensname Beile, bei dem er Historia Canonis studierte. Günther war zudem hier Schüler der Professorin Christian Gottlob Heine, der spätere Schwiegervater Johann Georg Forsters, dessen Mitgliedschaft im Illuminatenorden umstritten ist, Christian Wilhelm Walch, Kirchenhistorie, und Johann Christoph Gatterer, Geschichte, der ihn außerdem Diplomatik und Paläographie lehrte. Münters Eltern und Schwester kamen 1782 zu Besuch und Friedrich begleitete sie auf ihrer Rückreise von Göttingen nach Thüringen bis zur dänischen Grenze und reiste anschließend nach Berlin zu Georg Ludwig Spalding und Dresden zu Johann Erich Biester weiter, bei denen er den Sommer verbrachte. Er trat im Sommer 1781 dem Orden der Illuminaten unter dem Namen Syrianus bei, bei dem er von Koppe und Bode, Ordensname Emilius, aufgenommen worden war und konnte dort schnell einige Grade durchlaufen. Helmold, ebenfalls ein Illuminat mit dem Namen Chrysostomos bzw. Guido della Torre, hatte ihm Briefe aus Gotha geschrieben, in denen er Münte beide als für treffliche Brüder empfahl. Er verbreitete auf seiner Reise 1784 bis 1787 den Illuminatismus in Italien und wurde der Gründer einer Ordensfiliale in Neapel. Als Illuminat hatte er den Rang eines Präfekten in Kopenhagen. Nach seinem Göttinger Studium kehrte er für kurze Zeit im Herbst 1783 nach Dänemark zurück und reiste einige Freunde besuchend im Mai 1784 über Holstein und Kiel nach Süden weiter via Göttingen. Besuche bei Koppe und Spittler, Thüringen, Tonna, Gotha, Eisenach und Fulda. Er wurde 1784 mit dem Namen Ab Itinere Mitglied der strikten Observanz. In diesem Jahr erlangte Münter am 17. Juli 1784 als erster Protestant die Würde an der katholischen Universität Fulda eines Doktors der Philosophie. Durch ein weiteres Stipendium vom dänischen König Christian VII. Konnte er eine Studienreise durch Italien unternehmen. So reiste er weiter. Von Fulda ging es nach Hanau und trat dort in Bekanntschaft mit dem Prinzen Karl von Hessen. Münters Weg führte sodann über Frankfurt am Main, Darmstadt, Heidelberg, Mannheim, Speyer, Bruchsal, Stuttgart, Ulm, Regensburg nach Wien, Ankunft 30. August, wo er bei Bode wohnte. Über seine Reisen führte er ein Geheimschrift geschriebenes maurerisches Tagebuch. Von Wien reiste er am 20. Oktober 1784 weiter nach Venedig, das er am 8. Dezember in Richtung Padua verließ, wo er sein Quartier beim Grafen Marco Caburi bezog. Weitere Reisestationen waren in Folge Vicenza, Verona, Mantua, Modena und Bologna. Am Neujahrstag 1785 gelangte er nach Florenz. In Pistoia hatte er lange Unterredungen mit dem Kirchenreformator Scipione Ricci, den er mit Herder als herrlichen Mann verglich. Riccis Umgestaltungen wurden, wie Münter berichtete, ausdrücklich von Großherzog Pietro Leopoldo, dem späteren Kaiser Leopold II., gutgeheißen. In Rom traf er Ende 1785 ein und besuchte den späteren Kardinal Stefano Borgia, Sekretär der Propaganda Fidei, der ihn unterstützte, die koptische Sprache zu lernen. Weitere persönliche Beziehungen ergaben sich, so etwa zu Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und Angelika Kaufmann, bei welchen Goethe und Herder später gern gesehene Gäste werden sollten. Er erhielt die Erlaubnis, in der Bibliothekär Corsisi die große Regel der Tempelherren, die ursprünglich aus dem päpstlichen Archiv in Avignon hierher gebracht worden war, abzuschreiben. Später veröffentlichte er diese Arbeit. Er unternahm Ausflüge nach Neapel und Sizilien. Ende 1786 trat er seine Rückreise an. Diese führte in die Schweiz, wo er Johann Heinrich Pestalozzi aufsuchte und diesen für die Illuminaten zu begeistern verstand. In Zürich begegnete er insbesondere Johann Caspar Lavater am 22. März 1787. Den 7. April 1787 kehrte er in München ein und reiste nach Salzburg am 15. April weiter, in welcher Stadt der Illuminat Fürstbischof Graf Hieronymus Coloredo als ein Anhänger der Aufklärung herrschte.
Folgende Reiseziele waren Nürnberg, Erlangen und Weimar, wo er eine Audienz bei Karl August erhielt und Karl Leonhard Reinhold traf, Gotha, Göttingen, Braunschweig und 1787 Kopenhagen. Bei seiner Rückreise machte er noch dem Mineralogen Ignaz von Born seine Aufwartung, in dessen Haus er sich heimisch fühlte. Nach seiner Rückkehr nach Kopenhagen wurde er mit Unterstützung des Herzogs von Augusteburg am 31. Oktober 1788 außerordentlicher Professor der Theologie der Universität von Kopenhagen. Am 23. April 1790 ordentlicher Professor an der Universität Kopenhagen. Hier reichte er auch am 7. September seine theologische Dissertation über die koptische Version des Neuen Testaments ein. 1791 heiratete er in Lübeck Maria Elisabeth Krohn. 1794 bis 1807 war Münter auch Meister vom Stuhl seiner Freimaurerloge. Seit seiner Ernennung zum Bischof wurde er Bibliothekar der Loge und Mitarbeiter am Bund der Deutschen Freimaurer sowie später beim Bund der Einverstandenen. 1798 nahm die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Kopenhagen Münter als ordentliches Mitglied auf. Mit Wirkung vom 1. April 1808 wurde er zum Bischof des Stifts Seeland berufen. Als solcher ernannte man ihn im August desselben Jahres zum Ritter des Danebrog. 4 Jahre später erfolgte die Ernennung zum Kommandeur des Danebrog und 1817 verlieh man Münter das Großkreuz des Danebrogordens. Im Alter von 69 Jahren starb Bischof Dr. Friedrich Münter am 9. April 1830 in Kopenhagen. Er hinterließ eine ebenso umfangreiche wie wertvolle Bibliothek und Münzsammlung. Bereits zu seinen Lebzeiten kursierten viele Anekdoten über Münter. Er war die Personifizierung eines zerstreuten Professors.